dass dann der vermeintliche Außenseiter oder der, der eben wirklich ja, weit hinten liegt, hier alles aufbieten muss, nichts zu verlieren hat und dann eben doch auch über sich hinaus wächst. Und wenn dann natürlich so ein Flow entsteht, wo es wirklich richtig gut läuft, dann ist natürlich auch alles möglich. Aber das muss in aller Regel eigentlich dann auch von Anfang an so passieren. Ja, hier sind wir direkt in der ersten Begegnung. 57 Kilogramm Sergio Schäfer, ein Köllerbacher Nachwuchsathlet, tritt an gegen den Routinier Marius Losch, seines Zeichens Vize-Europameister des Jahres 2009. Und er legt los wie die Feuerwehr und will hier direkt von Anfang an klar machen, was der SV Wacker Burghausen hier vorhat und was er erreichen kann. Und bereits nach 45 Sekunden ist die erste Begegnung auch schon vorzeitig beendet. Ein technisch überlegener Sieg des Routiniers vom SV Wacker Burghausen. Ein erwarteter Verlauf, Janis. Ja, Sergio Schäfer, ein 16 Jahre junger Athlet. Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang daran erinnern, dass vor doch einigen Jahrzehnten viele junge Athleten schon in der Bundesliga mit 16 Jahren gerungen haben und nicht zuletzt dann Weltklasse-Athleten geworden sind. Da gibt es ja einige.